1.060 € Rentenansprüche für 4 Jahre als Bundestagsabgeordneter. Ein Traum, aber nicht für Millionen Rentner und Arbeitnehmer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 1.7.2023, das ist so ein bisschen untergegangen, in der Sommerhitze, sind die Bundestagsdiäten der Abgeordneten um 2,6% angestiegen. Ich zeige Ihnen das mal, was da passiert ist. Und zwar gab es da eine Anpassung um 2,6% und die Bundestagsdiät ist dann monatlich auf diese 10.591,70 € angestiegen. Oder wenn man das auf 12 Jahre hoch, auf 12 Monate hochrechnet, auf rund 127.100 € Diäten. Das heißt also, der Zeitraum vom 1.7.2023 bis zum 30.06.2024, das ist genau dieser 12-Monats-Zeitraum. Und zwar alles ohne Bundestagsbeschluss, sondern nach entsprechend geltender Rechtslage und Gesetz, damit es ja keinen nörgelnden Bürger gibt, der das mitbekommt. Aber es haben ja viele mitbekommen. Aber das Entscheidende ist gar nicht so sehr dieser Anstieg, sondern das Entscheidende ist, dass das Altersruhegeld der Bundestagsabgeordneten an den Anstieg der Diäten gekoppelt ist. Ja, ich habe es hier mal fettgedruckt gemacht. Und im Abgeordnetengesetz steht es drin, 2,5% der Jahresdiät oder der monatlichen Diät. So, das heißt also, wir nehmen 2,5% von 10.591,70 €. Das ergibt für ein Jahr Tätigkeit im Bundestag einen Altersruheanspruch von sage und schreibe 264,80 €. Wenn ich das jetzt auf 4 Jahre hochrechne, komme ich auf rund 1.060 €. Das heißt also, ein Bundestagsabgeordneter hat unter Maßgabe dieser Zahlen einen Rechtsanspruch auf ein Altersruhegeld von 1.060 €, wenn er 4 Jahre im Bundestag tätig war. Und jetzt sage ich Ihnen auch mal, wie lange der normale Bürger, also Sie, ich, Arbeitnehmer, arbeiten muss, dafür arbeiten muss, um 1.060 € zu bekommen. Und da habe ich es also mir relativ einfach gemacht. Ich habe die 1.060 € einfach mal durch den derzeitig aktuellen Rentenwert 37,60 € dividiert und komme hier auf 28 Entgeltpunkte. 28,1915, aber wir sind ja mal ganz großzügig, wir machen daraus 28 Entgeltpunkte. Das heißt also, wenn ich pro Jahr einen Entgeltpunkt bekomme für ein Jahr Beschäftigung, wo ich auch noch dafür selber Beiträge zahlen muss, dann muss ich 28 Jahre arbeiten, um auf diese 1.060 € zu kommen. Der Bundestagsabgeordnete hingegen muss nur 4 Jahre im Bundestag arbeiten und vor allen Dingen, er zahlt noch nicht mal eigene Beiträge für seine eigene Altersvorsorge, für sein Altersruhegeld, für seine Alterspension. Und damit Sie es gleich wissen, meine Damen und Herren, im Jahr 2024 kann es einen Rekordanstieg an Diäten geben, denn allein schon im ersten Quartal 2023 sind die Löhne in Deutschland nominal um 5,6% gestiegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das sich so durchsteigt, bekommen dann die Bundestagsabgeordneten im Jahr 2024 eine Rekorddiäterhöhung. Keine oder doch eine Ungerechtigkeit oder was sagen Sie dazu? Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.